Schön, schön, dass Sie gekommen sind. Ich habe ein Problem, das ist nicht die Stimme, die kommt hoffentlich mit der Zeit. Ich habe dieses Ministrantenproblem, ich nenne es auch dann diesen Gummibaumproblem. Das heißt, nach einer gewissen Zeit, wenn ich länger stehe, falle ich einfach um. Lassen Sie mich einfach liegen. Deswegen habe ich den Text ausformuliert mitgebracht und der nächstbeste steht auf und liest da weiter. Meine Damen und Herren, wir werden sterben. Jeder von uns hier wird sterben. Entschuldigen Sie den etwas übellaunigen Auftakt, aber das ist eine der wenigen Gewissheiten, die uns geblieben ist. Wenn Sie nun glauben, diese unfrohe Äußerung sei nicht zu übertrumpfen, doch, das ist sie. Denn wir sterben nicht nur diesen einen Tod, wir sterben einen zweiten Tod, einen dritten, einen vierten. Wann immer uns ein Mensch vergisst, sterben wir einen neuen Tod, bis zu dem Tag, da nichts mehr von uns geblieben ist, nicht einmal die Erinnerung einer Erinnerung. Wie fern oder nah dieser Tag ist, entscheiden Sie selbst. Meine Frage heute hier und an Sie direkt, wie leidenschaftlich wollen Sie diesen Kampf gegen das Vergessen führen? Ich schreibe nach fünf kurzatmige Biografien, wenn Sie so wollen, Porträtmalereien mit nur einem Strich. Nachrufsschreiben ist ein hoffnungsloses Tun. In Deutschland sterben Jahr für Jahr etwa 900.000 Menschen, in Berlin etwa 30.000. Drei Menschen sind es, die wir im Tagesspiegel der Hauptstadtzeitung jeden Freitag porträtieren. Aufnahmebedingung ist, es darf kein Prominenter sein. Gewöhnliche Menschen, wie finden wir die? Verwandte machen uns auf die Verstorbenen aufmerksam, Freunde melden sich. Zuweilen springt uns selbst eine Todesanzeige in die Augen. So früh gestorben, so lange gelebt. Was für ein schöner Sinnspruch, welch rührender Vers. Meist jedoch sind es nur Floskeln. Gestanzt ist aus dem Handbuch der Bestattungsunternehmer, wir werden ihn immer vermissen. Wir retten 150 Menschen im Jahr vor dem Vergessen. Natürlich sollten wir Tausende retten, Hunderttausende. Die Frage ist, sollten wir es wirklich? Oder ersticken wir irgendwann an unseren Erinnerungen? Selbst wenn ein Nachruf nur eine Seite umfassen würde, hätten Sie je die Zeit, 900.000 Biografien zu lesen. Und das sind nur die Lebensgeschichten eines Jahrgangs. Und glauben Sie mir, jede dieser Geschichten wäre auf gewisse Weise bedenkenswert, denn das Leben jedes Menschen ist bedenkenswert. Es kommt der Jahrgang, da wird Ihre Geschichte einer dieser Geschichten von vielen sein. Die Frage ist, soll sie erzählt werden und wenn ja, von wem? Viele sind zu bescheiden, viele halten ihr Leben für nicht erzählenswert. Ich habe doch nichts erlebt. Tut mir leid, aber dieser Satz ist immer gelogen. Sie haben sehr viel erlebt, Sie wollen nur nicht drüber reden. Sie wollen es nicht in Worte fassen. Sie wollen es nicht in Worte fassen, die anderen eine Chance geben, nacherleben zu können, was Sie so wunderbar im Leben fanden. Die Folge ist, es gerät so viel in Vergessenheit. Das ist schlimmer als der Tod. Ich persönlich hasse das Vergessen. Ich hasse diese Erinnerungskultur, die nur den Siegern und den Verbrechern Denkmäler errichtet. Jede Hitler-Biografie kotzt mich an. Das Paktieren der Historiker mit den Wichtigtouren ist ekelerregend. Wir dürfen nicht denen das Erinnern überlassen, die es nicht verdienen. Es ist sehr einfach, ein schlechter Mensch zu sein. Es ist sehr schwer, anständig das Leben zu gehen. Aufrechtes Gehen strapaziert das Rückgrat.
Schon deshalb hat jeder dieser Helden des Alltags ein wenig Unsterblichkeit verdient. Und dazu zähle ich uns alle. Was können Sie tun, damit Ihre Geschichte nicht eine von vielen ist? Eine, die vergessen wird, kaum dass Sie die Augen geschlossen haben. Einfache Antwort: Schreiben Sie Ihren Nachruf. Sagen Sie mir bitte nicht, Sie haben keine Zeit. Nie gab es eine Epoche in der Menschheitsgeschichte, in der die Menschen in Mitteleuropa mehr Zeit hatten, über ihr Leben nachzudenken als jetzt. Sie haben die Zeit. Die Frage ist nur, wie lange noch? Ich nenne es das Titanic-Paradox. Wir leben an Bord des luxuriösesten Kreuzfahrtschiffes aller Zeiten. Wir sind unsinkbar und nehmen doch schon Kurs auf den Eisberg. Zimmern Sie Ihr Rettungsboot, bestücken Sie die Flaschenpost, machen wir uns an die Arbeit. In 5 Schritten zur Unsterblichkeit. Erster Schritt. Weigern Sie sich zu sterben. Der Entschluss ist das Entscheidende, nicht die Chance, ihn zu verwirklichen. Ich vermute doch, Sie wollen nicht sterben. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die sind lebensmüde. Es gibt Menschen, die sind zu traurig fürs Leben. Es gibt Menschen, die sind zu krank oder zu alt oder einfach zu müde. Wenn Menschen sterben wollen, dann fehlen uns oft die Worte. Aber das müssen wir uns nicht zum Vorwurf machen. In einem meiner letzten Nachrufgespräche unterhielt ich mich mit den Eltern eines Drogensüchtigen, der nicht vom Heroin loskam. 30 Jahre lang Sucht, 30 Jahre lang Suizid. Nichts anderes ist das komplette Absinken in den Rausch. Es gab viele Gründe, die sie gesammelt hatten, um sich seinen Freitod plausibel zu machen. Letztlich waren sie alle nur vorgeschoben. Das wussten sie auch. Er hatte eine unstillbare Sehnsucht zum Vergehen, zum Tod. Das gibt es. Es ist nicht zu begreifen oder nur sehr schwer, aber dergleichen gibt es. Ich hoffe, Sie haben es nicht, diese Sehnsucht, oder nur zuweilen in einem Schubertkuss. Ansonsten gilt, weigern Sie sich zu sterben. Ihre Chancen stehen gar nicht so schlecht. Das Pyramidenmodell mag sich als untauglich erwiesen haben, aber nicht das Prinzip Mumifizierung. Lassen Sie sich einfrieren, in Teilen oder zur Gänze. Spenden Sie Ihre Spermien oder schneiden Sie Ihr Hirn in Scheiben und vermachen es diversen Forschungsanstalten. Es ist nicht mehr auszuschließen, dass es in naher Zukunft einen Jurassic Park mit Hominiden geben wird, betreut von Google-Androiden. Die Gefrierkammern der Postmoderne sind vermutlich schon voll mit Körpern von Wissenschaftlern und Industriellen, die auf das große Erwachen hoffen. Und in absehbarer Zeit wird es vielleicht sogar möglich sein, für uns Alltagsmenschen ein wenig Unsterblichkeit einzuhandeln, und sei es auch nur im pharmazeutischen Jungbrunnen für Kassenpatienten. Sie wollen den Tod hinauszögern, solange es geht. Sie haben es in der Hand. Für die jetzt Geborenen ist eine Lebenserwartung von 100 Jahren keineswegs unrealistisch. Und die Grenzen sind dehnbar. Wer sie daran hindern wird, die 120 zu erreichen, kein Terrorist, kein Serienkiller, kein Geisterfahrer und schon gar keine Vampire. Der größte Feind in ihrem Leben, die größte, die hartnäckigste Bedrohung für ihre Gesundheit, sind sie selbst. Fragen Sie Ihre Versicherungsgesellschaft, die sind objektiv. Denn für die bedeutet Objektivität bares Geld. Die Chance, durch die Handgranate eines Selbstmordattentäters zu sterben, ist verschwindend gering. Die Wahrscheinlichkeit, durch passionierten Bewegungsmangel, Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum oder einen handyprovozierten Verkehrsunfall vorzeitig abzutreten, erschreckend groß. Der Tod ist unter allen, die uns übel wollen, sicher der stärkste Gegner. Aber der zweitstärkste sind Sie selbst. Die häufigste Todesursache in unserem Breiten ist Dummheit. Ihr Einwand, Sie können es noch so schlau anstellen, irgendwann wird der Tod Sie dann doch einholen, gut. Oder vielmehr schlecht, wenn Sie damit zufrieden sind.
Die nächste Frage wäre, wo soll es geschehen? Sie haben noch keinen Gedanken dran verschwendet. Dann geht es Ihnen wie den meisten. Sterben Sie in Berlin? Dann schreiben wir Ihren Nachruf. Wenn Sie Glück haben, aber Sie können sich nicht vorverlassen. Sterben Sie in Berlin, weil hier die Friedhöfe sehr schön sind. Der Bergfriedhof ist echte Konkurrenz, aber ein wenig zu laut gelegen. Denken Sie daran, Sie verbringen mehr Zeit auf dem Friedhof als sonst irgendwo. Dennoch machen wir uns mehr Gedanken darüber, wo wir in Urlaub hinfahren wollen, als in der Ort der letzten Ruhe. Sie werden einwenden, das ist ja eh egal. Das ist falsch. Es geht dabei nicht nur um uns. Die Menschen, die an unser Grab treten, sollten es schön haben. Die unausgesprochene Hoffnung, umso häufiger werden sie uns besuchen. Viele in Berlin wollen ein anonymes Grab. Das mag dem Sterbenden eine Erleichterung sein, für die Freunde und Verwandte ist es eine Zumutung. Und sie haben mehr Freunde, als sie denken. Meist sind es ja die bescheidensten Menschen, die am meisten vermisst werden. Ich würde so gern nochmal an seinem Grab stehen, der Satz fiel sehr oft in Nachrufgesprächen. Ein Grab anzulegen und zu pflegen, heißt dem Tod ein wenig mehr Leben abzutrotzen. Die Friedhöfe sind leer, obwohl sie immer voller werden. Dieses Paradox hat nichts mit der Zahl der Toten zu tun, sondern mit der stetig wachsenden Schar derer, die sich vom Tod fernhalten, weil sie glauben, sie könnten ihn dadurch bekommen. Weigern Sie sich zu sterben, heißt nicht, weigern Sie sich an den Tod zu denken. Sie können den Tod nicht dadurch entkommen, dass Sie ihn vergessen oder schlimmer noch, dass Sie ihn lächerlich machen. Nichts anderes geschieht derzeit in den Medien. Selbst im betulichen Tatort werden, laut Fanstatistik, immer mehr Menschen die Schießbudenfiguren aus dem Weg gebrannt. Tarantino ist ein Meister dieses kindischen Grausamkeitsgestus. Die Kollateralschäden in Krimis und Krimisieren sind inzwischen absurd hoch und sie korrelieren mit den Opferzahlen im tatsächlichen Leben. Der Zynismus der Film- und Fernsehmacher entspricht in etwa dem Zynismus, mit dem über Tote in Bürgerkriegen, Hungersnöten oder anderen Katastrophen berichtet wird. Wir nehmen den Tod nicht mehr ernst. Wir werden selbst nicht mehr ernst genommen als Individuen, weder von der Politik noch von den Mogulen des Internets. Wir sollten da etwas trotziger sein. Frau von Schirach hat heute Morgen das Ganze sehr schön philosophisch erörtert. Je mehr Sie über den Tod nachdenken, je ernster Sie ihn nehmen als Gegner, desto größer werden Ihre Chancen, ihm Paroli bieten zu können. Also noch einmal, wo wollen Sie Ihre letzte Ruhe finden? In manchen Städten ist es gar nicht mehr so leicht. Da bedroht inzwischen die Immobilienspekulation den Frieden, von Picknickgästen und Gothic-Gelagen ganz zu schweigen. Mein Tipp, suchen Sie sich bei Zeiten ein ruhiges Eckchen. In dem wunderbaren Film Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit wird sogar Probeliegen anempfohlen. Wie soll die Grabstätte gestaltet sein? Bedenken Sie es zu Lebzeiten, bevor der schlechte Geschmack der anderen entscheidet. Der Friedhof ist ein Ort des Gedenkens, aber er ist auch ein Ort, sich umzusehen. Es gibt wunderbare Friedhöfe. Es gibt wunderbare Grabdenkmale. Natürlich die Pyramiden, das Taj Mahal, die Mausoleen der Mogulen und Mongolen. Die größten Denkmäler der Menschheit verdanken sich dem Totenkult. Da werden Sie nicht mitmischen wollen, aber Sie können, so Sie wollen, Ihr Geld durchaus mit ins Grab nehmen. Ihre Nachkommen werden es Ihnen kaum danken, schon gar nicht durch Besuche. Und zum anderen, die Grabstätte senkt vom Bestatteten ab. Ich wohne in Berlin unweit des Dorotheischen Städtischen Friedhofs, vermutlich die höchste prominenten Dichte weltweit. Brecht ist dort beerdigt, Anna Segers, Hegel, Fichte, Autoren, Schauspieler, Politiker. Lebende sieht man dort selten. Die schönsten Gräber auf diesem Friedhof sind nicht die pompösen Familiengruften der Industriemagnaten,
Nicht mal Litfaß, der berühmte Erfinder der gleichnamigen Säule, hat ein sonderlich erinnernswertes Mahnmal. Die schönsten sind die, auf denen eine Blume blüht oder welkt oder daran erinnert, dass da noch einer ist, der sich sorgt. Sehr anrührend das Grab von Christa Wolf, ein etwas heller Stein, beruhigend schlicht, davor ein Gefäß, in dem kein ewiges Licht brennt, sondern Stifte stecken, die ihre treuen Leser dort hinterlassen haben. Lächerlich diese Anstrengung? Nein, das Beharren auf ein Fortleben, auf Individualität jenseits des Lebens ist niemals lächerlich. Lassen Sie sich nicht so einfach entsorgen. Verweigern Sie sich der Namenlosigkeit, sonst sind wir irgendwann alle nichts mehr wert und nur noch Industriefutter Soylent Green. Unser Tod zählt nicht mehr. Das ist ein Beleg dafür, dass unser Leben auch nicht mehr viel wert ist in diesem Verwertungszusammenhang, der sich Wirtschaft nennt, der aber längst viel mehr ist. Ein globaler Maschinierungsprozess zum Zweck der Individualitätsvernichtung. Wir werden derzeit alle neu formatiert. Also, ziehen Sie alle Register, mehr Pathos. Die Menschen sollen eine Totenklage anstimmen. Der Grabstein soll der größte sein, der schönste, zumindest der auffälligste. Und auf dem Grabstein soll stehen, was? Was soll auf dem Grabstein stehen? Nichts macht sie mehr lebendig. Das ist falsch. Ein guter Spruch auf dem Grabstein überdauert Jahrhunderte. Es ist nicht weit zur Ewigkeit, um 9 ging Franzl fort, um 11 Uhr war er dort. Der Abstand meine Liebste gerade im Schritt. Wer das liest, muss lächeln und wo gelächelt wird, hat der Tod verloren. Irgendeiner wird irgendwann an Ihrem Grab vorbeikommen und er wird sich erinnern, sofern Sie einen guten Spruch gefunden haben. Ein letztes Wort, der Kult. Und das letzte Wort, er hat etwas nachgelassen, es war einmal Pflicht für bedeutende Menschen, sich mit einem bedeutenden Wort zu verabschieden. Welch ein unvergleichlicher Verlust, seufzte Auguste Comte, der Philosoph und Soziologe, in Bezug auf seinen eigenen Tod, was zumindest witzig ist und hoffentlich auch witzig gemeint war. Sie alle kennen vermutlich die letzten Worte, die Goethe zugeschrieben werden. Mehr Licht. Es gibt eine hessische Variante, die ich hier nicht anbringe, und es gibt tausende von Druckseiten, die diesen kryptischen letzten Worten sich widmen. Mehr Licht, der metaphysische Imperativ schlechthin. Ich vermute, er hat sich nicht allzu viel gedacht dabei, denn das Sterben ist selten eine geruhsame Sache. Mein liebstes Schlusswort ist von Hertha Dubitzky. Sie kennen diese Frau nicht. Sie war nie berühmt. Sie war ärmer, als wir uns das heute vorstellen können. Sie war herzensgut, was etwas altmodisch klingt. Sie liebte Kinder. Es gab nichts Schöneres für sie. Warum? Weil sie in den Kindern ihre Zukunft sah, ihre bessere Zukunft. Für ihre Kinder, für die Enkelkinder sparte sie ja an allem, was ihr leicht fiel, denn sie glaubte, es in bessere Hände gehen zu können. Als es an Sterben ging, zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück und bat die Tochter, die Tür zu schließen. Sie wollte allein sein, niemand zur Last fallen. Wenn man stirbt, darf man einen nicht stören. Die Tochter lugte nochmal ins Zimmer hinein, worauf Hertha Dubitzky sie freundlich, aber eindringlich ermahnte, macht das Licht aus. Punkt 2. Prahlen Sie nicht. Der Tod sollte nicht das letzte Wort in Ihrem Leben haben. Sie selbst sollten das letzte Wort haben. Das letzte Wort, nicht den letzten Absatz, geschweige denn den letzten großen Monolog, den Sie schon immer halten wollten. Anders gesagt, fassen Sie sich kurz. Wenn Ihnen ein Epigramm nicht genügt, überlegen Sie sich gut, ob es nicht eine Anekdote tun würde, denn den Roman Ihres Lebens, das kann ich Ihnen versichern, werden die wenigsten lesen und Sie werden sich vermutlich nie die Mühe machen, um zu schreiben.
Der kürzeste Nachruf, den ich je geschrieben habe, umfasst eine Seite, obwohl er von zwei Menschen handelt, dem Ehepaar Breitecker. Die Geschichte ist schnell erzählt, zu schnell. Ein perfektes Paar, er ein Macher, sie eine Schönheit, 11 Jahre älter allerdings. Kein Problem, hat er ihr schon damals erklärt, als sie seinen ersten Heiratsantrag ablehnte und den zweiten und den dritten. Lass uns warten, bat sie, vielleicht findest du ja eine Jüngere. Er fand keine Jüngere, er suchte keine Jüngere, dennoch ließ sie ihn 6 Jahre warten, dann heirateten sie. Wenige Monate noch und sie hätten ihre silberne Hochzeit feiern können. Im Musiktheater vermutlich, denn Musik war ihre Leidenschaft. Er wiederum liebte ihre Versponnenheit, behütete sie fast bis zur Grenze der Verzärtelung. Er strahlte Zuversicht aus, Verlässlichkeit, hielt Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und übernahm sich. Die Pfändungen standen an, die gesellschaftliche Blamage. Gendarmerei hat in seinen Tagebüchern einen noch kürzeren Lebensroman erzählt, von einer Dienstmagd nämlich, die Jahrzehnte im Haus war, sich immer noch sehr gerade hielt, obwohl fast blind, und eines Tages bei einem festlichen Diner ein Salat mit Regenwurm reichte. Als die Hausherrin sie vor allem zur Rede stellte, nahm sie die Schürze ab und meinte nur, dann gehe ich halt. Und sie ging ins Armenhaus, um zu sterben. Indiskretion kann töten, Diskretion auch. Hermann Breitecker hatte viele Freunde, aber er vertraute sich keinem an. Ob das die Schuld der anderen war oder seine eigene oder einfach nur ein Verhängnis, wer will das sagen? Erstaunlich bleibt, wie einsam Menschen selbst in den besten Freundschaften, selbst in der Liebe sein können. Denn vermutlich wollte er ihr nicht die ganze Wahrheit zumuten und so sind sie gemeinsam aus dem Leben geschieden. Die Moral dieser Geschichte, sie sollten kein Geheimnis aus ihren Ängsten machen, sie sollten aber auch kein Epos schwadronieren, was ihre Erfolge angeht. Wenn etwas stört in Nachrufgesprächen, dann Eitelkeit. Vor allem stellvertretende Eitelkeit. Das ist manchmal rührend, manchmal peinlich, manchmal einfach nur schlimm, denn es verhindert das Andenken, eins, das vom Herzen kommt. Eins, an dem andere teilhaben können. An den Erfolgen anderer wollen wir nur selten teilhaben, nicht weil wir neidisch sind, sondern weil jeder von uns instinktiv weiß, dass Erfolg stets flüchtig ist. Es gibt so viel im Leben eines Menschen, was uns nicht interessiert, nie interessieren wird. Namen einstiger Berühmtheiten, die er kannte, Stationen einer Karriere, die niemand mehr abgehen will, Vermögenswerte, die nichts zählen, Besitz, der nicht mehr imponiert. Ein Mensch fragt im Himmel nach ihrer Kreditkarte, wahlweise nach der Zahl ihrer Publikationen, Anzüge oder Liebschaften. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, so müssen sie im Himmel nicht ankommen. Von wem auch immer er bevölkert sein mag, es gibt mächtigere und reichere dort. Talente, die im Himmel gefragt sind, sind auch Talente, die hier auf Erden sie zu einer einzigartigen Person machen. Sie sollten singen können, sie sollten etwas zu erzählen haben und sie sollten Humor besitzen. Sortieren Sie Ihr Leben nach diesen Richtlinien noch einmal neu. Was ist wirklich wichtig, auch nach Jahrhunderten noch? Wie ist es den Artisten des Alltags gelungen, ihr Leben zu bewältigen? Denn Alltag wird es immer geben, im Himmel wie auf Erden. Sie kennen die offiziellen Nachrufe, die erscheinen, wenn Berühmtheiten sterben. Tenor, er wird unvergessen bleiben. Fakt, er oder sie ist meist schon am Tag nach der Beerdigung vergessen. Ich könnte Ihnen Namenslisten vorlegen von berühmten Staatsmännern, Künstlern, Wissenschaftlern, alle vergessen, zu Recht oder zu Unrecht, wer will es beurteilen. Es gibt diesen wunderbaren Film Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit, indem wir diesen unscheinbaren Büromenschen dabei begleiten, wie er in den Wohnungen Verstorbener nach etwas sucht, was ihm hilft, die Angehörigen ausfindig zu machen. Nicht Geld, Schmuck, kein Schriftstück oder Bild, vielmehr ein Schriftstück oder Bild, das ahnen lässt, warum dieser Mensch
so einsam starb. Zeugen der Erinnerung, die leibhaftig nicht mehr zur Stelle sind. Ein wenig Geisterbeschwörung. Dieser Mr. May, er glaubt an das humanistische Minimum. Zumindest einen Menschen sollte es geben, der um sie trauert. Welches Bild bleibt von ihm und wie können Sie es in Worte fassen? Wie können Sie es so in Worte fassen, dass die Menschen nach Ihnen sich etwas darunter vorstellen können? Sie kennen Johann Wolfgang von Goethe. Viele werden seine Autobiografie kennen, Dichtung und Wahrheit. Schöner Titel. 23 Jahre hat er daran geschrieben. Nicht über sein Leben, nur über die Jahre von 1749 bis 1775. 26 Jahre also. Deckungsgleich fast Schreibzeit und Lebenszeit. Wir kennen das von anderen Autoren, die mit einem ähnlich pompösen Sendungsbewusstsein gesegnet waren. Die Tagebücher von Thomas Mann. Jahre bräuchte es für die sorgfältige Lektüre. Nicht auszudenken, was uns bei Handke noch erwartet. Memoiren, Autobiografien dienen vielen Autoren dazu, sich zu reduplizieren. Wieder und immer wieder. Die Leser helfen gern dabei, indem sie immer mehr fordern. Sie wollen sich im Leben der Autoren verlieren, bis in die dritte Generation der Angestellten. Es ist nicht auszuschließen, dass irgendwann ein Buch erscheint, Thomas Mann und sein Chauffeur. Im Fall Goethes nimmt man als Leser die Entschuldigung des Autors für seine etwas behäbige Weitschweifigkeit gern an. Ich dächte, es steckten darin einige Symbole des Menschenlebens. Das denken leider viele Autoren und so könnte man seine Lebenszeit ohne weiteres mit der Lektüre anderer Leben vertun. Aber dafür wurde uns das Leben nicht gegeben, um das Leben anderer zu memorieren. Nicht das Was des Erlebens entscheidet das Wie. Wie haben Sie Ihr Leben erlebt? Kennen Sie Ulrich Inderbien? Ein Bergführer, 371 Mal hat er das Matterhorn bestiegen, zum letzten Mal mit 89 Jahren. Tausende Menschen haben das Matterhorn schon bezwungen, Millionen Bilder des Berges kursieren, aber der Mythos des Berges, der wurde von einem Film geschaffen, der Berg ruft. Alle Haie dieser Welt leiden unter einem schlechten Vorbild, der weiße Hai. Alle Walfische hören auf einen Namen, Moby Dick. Alle Delfine flöten Flipper. Ihr Leben hat nur dann Unsterblichkeitspotenzial, wenn Sie es in Worte, Farben oder Töne fassen können, die einzigartig sind. Borgen Sie sich nicht die Worte anderer, es mögen die von Orpheus selbst sein. Trauen Sie nicht den Dichtern, denn die wollen nur unsere Emotionen aufzehren, um ihre eigenen leeren Worte damit wieder zum Leben zu erwecken. Dichter sind Kannibalen. Sie leben nur durch uns. Es gibt Autoren, die uns hinabziehen in das Meer des Vergessens, in deren Büchern wir verschwinden und den langsamen Tod des Epigonen, des treuen Lesers sterben. Und es gibt Autoren, die uns die Hand reichen, weil wir sie wieder ans Licht ziehen sollen. Denn ohne uns, ohne unser Mittun und Mitdenken werden sie verloren. Gilgamesch ist einer von ihnen, der Autor des Gilgamesch, besser gesagt. Wir kennen ihn nicht, diesen Autor. Mag sein, dass es mehrere sind. Etwa 3000 vor Christus wurde Gilgameschs Geschichte in Keilschrift auf Tontafeln festgehalten, das älteste bekannte literarische Epos der Weltgeschichte. Eine Geschichte, die nur in Fragmenten erhalten ist und die dennoch alles an Motiven aufbietet, was in den Geschichten danach wieder und wieder erzählt wurde. Die Sehnsucht nach Liebe, die vergebliche Suche danach, der Wunsch nach Unsterblichkeit, die Angst vor dem Tod, das Weinen um den Freund Enkidu, der in den Armen Gilgameschs starb. Noch nie, Zitat, noch nie hat ein toter Mann Grüße zurückgesandt, heißt es in diesem babylonischen Roman. Falsch. Denn Gilgamesch lebt. Warum blieb Gilgamesch in Erinnerung? Weil er ein König war, nein, weil er ein Suchender war, ein Liebender, ein Trauernder. Ich gab ihn nicht her, um ihn zu bestatten, bis der Wurm ihm aus der Nase fiel. So trauert Gilgamesch um Enkidu. Der Satz wäre mir gestrichen worden. Nicht vom Redakteur, von den Angehörigen vermutlich, bis der Wurm ihm aus der Nase fiel. Sie spinnen wohl, das geht gar nicht.
womit die Chance auf Unsterblichkeit verspielt wäre. Was macht dein Vater so? Krumme Beine beim Kacken. Der Spruch überlebt, das Bild wächst sich ein. Küssen kann man nicht alleine. Wenn Annette Humpe stirbt, diese Zeile stirbt nie. Warum Gilgamesch lebt? Weil eine gut erzählte Geschichte immer überlebt. Es braucht nur einen Satz, einen gelungenen Vers, ein stimmiges Bild. Autoren füllen zuweilen tausende Seiten mit ihren Erinnerungen, was für eine unglaubliche Selbstüberschätzung. Regisseure neigen dazu, Schauspieler, sie alle füllen Autobiografien mit nichtigen Details. Staatsmänner, wir alle reden zu viel, lügen zu viel, denken zu wenig. Die vier besten Autoren der Menschheitsgeschichte: Lukas, Matthäus, Markus und Johannes. Jeder von ihnen hätte die Welt verändern können, als Quartett unschlagbar. Kaum mehr als 20 Seiten haben sie dafür gebraucht. Weil Jesus so einzigartig war, nein, Erlösergestalten gab es in diesen wirren Zeiten viele, die haben die Welt verändert, weil sie die Geschichte dieses Mannes aus Nazareth so gut erzählt haben. Und so kurz. Wir haben in der Regel 4200 Zeichen, das sind etwa 2 bis 3 DIN A4 Seiten. Ein Testament, wenn Sie so wollen, eine Verfügung darüber, welches Bild von Ihnen in Erinnerung bleiben soll. Ecce homo. Finden Sie das einprägsame Bild, aber greifen Sie nicht zu hoch. 48 Jahre hat Günther als Maler gearbeitet, 4 Krankheitstage. Dann war gut. Er kümmerte sich um den Hinterhof, schippte Schnee, setzte Stiefmütterchen, hatte ein Auge auf uns. Morgens um 6, wenn keiner unterwegs war, ging er gerne im Volkspark spazieren. Jeden Donnerstag telefonierte er mit seinem Freund und frotzelte über Gott und die Welt und anstehende Basteleien. Er hat gern Fotos gemacht vom Hafen und von den Klippen. 42 Jahre lang hat er allein gelebt. Und wenn er in trockener Erde ein Blümchen entdeckte, hat er es fotografiert und gemurrt, doof, dass man die Freude nicht teilen kann. Er wollte anonym begraben werden, aber da hat er nicht mit dem Sturkopf eines Freundes gerechnet. Also standen sie dann an seinem Grab, was ihn geärgert hat, denn er ließ es regnen und auch wieder nicht, denn eigentlich waren es Abschiedstränen. Die letzte Reise trat er mit seiner Gummiente an, wie immer. Die legte sein Freund ihm in die Urne. Denn wenn Günther in Urlaub fuhr, hat er für seine Freunde Bilder aus dem Katalog abfotografiert und auf dem letzten Bild war immer die Ente. Ente für Ende. Kommen Sie zu einem Ende bei Ihrem Nachruf, ein, das sich einprägt. Ente für Ende. Punkt 3. Geben Sie nicht klein bei. Die besten Heldengeschichten wurden nie erzählt, weil die wenigsten Menschen sich selbst als Helden sehen würden. Es scheint so selbstverständlich, was sie tun. Vieles erscheint uns viel zu selbstverständlich. Das verzerrt unsere Perspektive und lässt unser Tun zuweilen nichtiger erscheinen, als es ist. Wir sind im toten Winkel unserer Wahrnehmung. Helden des Alltags. Was in den Geschichtsbüchern meist nur am Rande vermerkt ist, sind die Geschichten, die uns eigentlich am Leben erhalten. Robin Hood wird Richard Löwenherz übernehmen. Till Eulenspiegel, die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Sancho Panza steht den meisten näher als Don Quixote. Und allemal amüsanter ist es, mit Schweig einzutrinken, als mit Ernst Jünger durch Stahlgewitter zu fahren. Erzählen Sie Ihr Leben nicht als Heldengeschichte, aber lassen Sie sich Ihre Geschichte auch nicht rauben. Als recht nicht von denen, die glauben, sie müssten ihre Klappe stets ganz weit aufreißen, um von Fortuna immer als Erste gefüttert zu werden. Ein schiefes Bild, meinetwegen, aber eins, das im Gedächtnis bleibt. Wir werden beim Tagesspiegel oft gefragt, warum so viele Männer, warum so wenige Frauen in den Nachrufen porträtiert werden. Tatsächlich ist das Verhältnis nicht korrekt. In etwa 1:2, eine Frau, 2 Männer. Warum? An uns liegt es nicht. Viele Frauen sind zu bescheiden. Viele Frauen sind zu verschwiegen. Viele haben einen,
haben viel zu viele hohe Erwartungen an ein geglücktes Leben. Viele sind kleinlaut oder werden kleinlaut gemacht. Das kumpelhafte Einverständnis bei Männern, sich gegenseitig wichtig zu nehmen, ist bei Frauen seltener. Georgenkreis, Gruppe 47, Warhol's Factory, dergleichen ist unter weiblicher Regie schwer vorstellbar. Was aber auch sein kann, Frauen haben im letzten Jahrhundert so viele schreckliche Dinge erlebt, dass es ihnen schwerfällt, darüber zu sprechen. Sie haben ein anderes Verständnis von Mut, ein Verständnis, das nicht mit Prahlerei einhergeht. Das versuchen wir in den Nachrufen hörbar zu machen. Ausschnitt eines Nachrufs. Manche nennen es Mut, wenn ein Mann möglichst schnell im Kreis fährt. Oder eine Frau einen sehr hohen Berg hinaufklettert und wieder hinunter. Margarete Honkels Mut war von anderer Art. Sie waren drauf und dran, an Bord der Wilhelm Gustloff zu gehen und zögerten dann doch, weil sie auf Nachrichten vom Vater warteten, der in Kriegsgefangenschaft geraten war. 9000 Menschen starben beim Untergang des Schiffs. Margaretes Familie harrte noch aus in Bankau bei Danzig, wo sie auf einem Gutshof ein kleines Haus bewohnten. Sie war das älteste Kind von 11 Geschwistern, der Vater Oberschweizer auf dem Gut, ihm unterstanden die Kühe. Margarete arbeitete auf dem Gut als Kindermädchen. Sie durfte mit ins Theater, sah sich die Tischmanieren ab, lernte das bessere Leben kennen. Sie wäre gern hinausgezogen in die Welt, aber sie kam nur bis Danzig. Dort ging sie in die Lehre, Schneiderin wollte sie werden, aber dann kam der Krieg. Sie flüchteten zunächst in einem Viehwaggon, dann zu Fuß. Margarete hielt alle zusammen, sprach ihnen Mut zu. Augen zu und durch, sonst wären wir verrückt geworden. Am Wegesrand die Toten, zu essen gab es Kartoffelschalen, gebraten in Motorenöl. Das jüngste Kind, gerade ein Jahr alt, trug sie im Arm. Irgendwann trafen sie auch Soldaten. Einer zeigte auf ihre kleine Schwester. Sie stellte die Schützen davor und bot sich statt ihrer an. Eine Heldin. Sie hat erst kurz vor ihrem Tod darüber gesprochen. Zu ihrer Tochter. Nie zu ihrem Mann, dessen Annäherung sie nur schwer trug. Es gibt viele dieser Geschichten, aber nur wenige sind erzählt worden. Das ist bitter für jene, die sie erlebt haben, denn viele sind an ihrem Schweigen erstickt. Das ist bitter für jene, die mit ihnen leben wollten, denn sie haben nie erfahren, was in dem Menschen, den sie lieben oder lieben wollten, vorgeht. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Schreiben Sie auf, was Sie bewegt, was Sie wirklich bewegt. Das schmerzt, weil der ungeschützte Blick in den Spiegel immer schmerzt. Versuchen Sie es. Versuchen Sie jeden Tag ein wenig länger in den Spiegel zu blicken, ungeschminkt, ohne ein Grinsen der Verlegenheit. Erzählen Sie Ihr Leben, aber überlegen Sie gut, wie Sie es erzählen wollen, denn damit entscheiden Sie darüber, ob es eine Erfolgsgeschichte wird. Jede Heldengeschichte können Sie als Verlierergeschichte erzählen, jede der vielen Verlierergeschichten können Sie in eine Heldengeschichte umarbeiten. Es kommt nur darauf an, welche Perspektive Sie einnehmen. Es kommt darauf an, wie gut Sie erzählen. Über Ruhm und Nachruhm entscheidet meist erst die Nachwelt. Kafka war ein Verlierer zu Lebzeiten und seine Käfergeschichte, naja, wird sich sein Deutschlehrer gedacht haben. Denken Sie niemals schlecht von sich selbst, es sei denn, Sie hätten einen Anlass. Aber selbst dann bleibt Ihnen immer noch die literarische Ehrenrettung. Schreiben Sie ein lesenswertes Geständnis. Als Maria sich von Josef schwängern ließ, glauben Sie wirklich, sie hat da schon an den Heiligen Geist gedacht? Erst als die Nachfragen kamen, Josef? Der Josef? Wie konntest du nur? Ob Ihr Leben ein bedeutendes wird oder nicht, entscheidet die Geschichte, die Sie darüber erzählen. Eine gute Geschichte kann Sie unsterblich machen. Sie glauben mir nicht, dann fragen Sie Harry Potter.
Punkt 4, werden Sie unsterblich, lösen Sie das Wesen des Seins. Haben Sie heute Morgen schon gemacht, ich löse es jetzt nochmal nach. Für in einfacher. Nichts ist leichter als das, zumindest im Suff. Ich fand es schön, dass heute so viele Argumente zu Wünschen trinken kann. Ich werde das in Berlin weiter erzählen, in Kreuzbergen habe ich jetzt meine. Berlin hat viele unsterbliche Trinker hervorgebracht, darunter auch Herrn Menkopf. Die Legende vom heiligen Trinker wird in vielen Versionen erzählt. Die Kreuzberger Fassung ist die folgende. In dem Lokal zum Goldenen Hahn saß Jahr aus, Jahr ein Mann an seinem angestammten Tisch und versammelte die versprengten Seelen der niederen und höheren Sphären um sich, auf dass jeder seine Geschichte erzähle, in der einen oder anderen Variante. Denn Langeweile war das Letzte, was Herr Menkopf in seinem Leben zuließ. Der Gastraum Nikotingelb, Blümchengardinen, die ausgestopfte Eule auf der Schultheißleuchte, das Hirschgeweih an der Wand, Insignien einer Trinkkultur, die im Versinken begriffen ist, weil ihre Helden aussterben. Die Kommune der Trinker eint die dionysische Gewissheit, dass der Alltag der anderen stets gefährlicher ist als der eigene Suff. Nüchtern betrachtet ist Trunkenheit meist etwas sehr Unschönes. Alkohol, so warnt eine Inschrift im Goldenen Hahn, ist ein hervorragendes Lösemittel. Alkohol löst Ehen, Banknoten, Arbeitsplätze, Wohnungen, Freundschaften, Gehirnzellen restlos auf. Trunken betrachtet ist Trunkenheit etwas sehr Schönes, denn man ist weniger als ein kleines Promille von der absoluten Erkenntnis dessen, was war und was ist und was sein soll, entfernt. Leider ist dieses kleine Promille gekoppelt an das absolute Vergessen der absoluten Erkenntnis. Was am nächsten bleibt, ist die vage Erinnerung an den Erkenntnisgewinn und das sehr konkrete Empfinden, dass solches Kopfzerbrechen brachiale Kopfschmerzen bringt. Insofern also ist Trunkenheit, so ihre Macht der Erkenntnisgewinnung ernst genommen wird, ein notwendiges serielles Geschehen, vollzogen in der Gemeinschaft der Einsamen. So sechs wie wir fünf gibt es keine vier, denn wir drei sind die beiden einzigen hier. Sinnsucher allesamt, Lakoniker des Leids. Sie, nun sag doch schon was. Er, was? Sie, na, das war doch schon was. Das Rätsel des Seins, der Sinn des Lebens. Nicht wenige begeben sich auf Wahrkassier-Expeditionen, um eine Antwort darauf zu finden. Keiner ist weitergekommen als Herr Menkopf, der sich selten und ungern bewegt hat. Die metaphysische Mobilität hat dank billiger Flieger erschreckend zugenommen. Warum erschreckend? Weil sie irreführend ist. Wir drehen uns im Kreis, da mag der Radius noch so groß sein, wir bleiben gefangen im Horizont unserer Wahrnehmung. Wir können unsere Augen vergrößern, unsere Ohren verlängern, unser Hirn beschleunigen. All das ist maschinell machbar, aber der siebte Sinn für das Unsagbare, der fehlt uns. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wir wissen nichts darüber, weder wo, wie, noch ob es überhaupt stattfinden wird. Dann mögen Sie noch so lange durch Lichttunnel spazieren, am Ende sind wir doch nur geblendet von unserer eigenen Ignoranz. Wir wissen nichts über Gott. Wir wissen nichts über den Anfang und nichts über das Ende der Zeit. Wir kennen Menschen, die behaupten, sie wissen mehr, aber die lügen. Sie glauben nur mehr zu wissen. Was daraus folgt, glauben sie erstmal keinem. Zu banal, die Menschen hätten sich in ihrer Geschichte viel Kummer erspart, wenn sie nicht so leichtgläubig gewesen wären. Glauben sie mir. Die Antworten auf all diese wichtigen Fragen sind viel einfacher, als sie denken. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Natürlich gibt es das. Imaginieren Sie die Gesellschaft an Ihrem Grab und all die Worte und all die Tränen und sorgen Sie bei Zeiten dafür, dass es nicht die langweiligste Geschichte ist, die man über Sie erzählen wird. Gibt es ein Leben nach dem Tod, an dem Sie persönlich beteiligt sind? Natürlich gibt es das. Zeugen Sie ein Kind. Es ist Ihre einzige Chance, auch weiterhin an der großen Batterie des Universums teilzunehmen. Etwas von Ihnen wird weiterleben,
vielleicht nicht das Beste, aber immerhin etwas. Zu wenig Grauens, die faustische Ungeduld in ihnen, ich will es jetzt wissen, hier auf der Stelle der Sinn des Lebens ist. Nie, niemals würden sie diese Frage einem Kind stellen. Schon gar nicht ihrem eigenen. Unser erstes ehrliches Empfinden, wenn wir ein spielendes Kind sehen, ist Dankbarkeit dafür, dass dieses Kind da ist. Mag es nun mein eigenes oder ein anderes sein, sofern es kein Bobbycar übers Parkett bewegt, bin ich froh über seine Anwesenheit in dieser Welt. Denn das ist alles andere als selbstverständlich, anwesend zu sein. Nie, niemals würden Sie diese Frage einem Sterbenden stellen. Denn wer weiß, der Sinn des Lebens ist Dasein. Die Zeit begreifen wir erst, wenn sie uns zwischen den Fingern zerrinnt. Wir haben bereits das große Los der Lotterie des Universums gezogen. Jeder von uns hier, der keine größeren Sorgen hat, als morgens sich zwischen Bircher, Müsli und Magerquark entscheiden zu müssen. Die Schlichtheit, der Schlichtheit unseres Intellekts ist es zu danken, dass wir die Ungeheuerlichkeit dieses Glücks nicht begreifen. Es würde uns vermutlich das Hirn sprengen. Wer hatte das erfüllteste Leben? Unter all den Menschen, über die ich geschrieben habe, waren viele, die unglaublich gern gelebt haben. Mit keinem von ihnen hätte ich tauschen wollen. Warum nicht? Warum nicht? Weil sie so unverwechselbar waren. Ich vermute, das war der Grund ihres Glücklichseins. Sie waren mit sich selbst im Reinen. Ihr Leben ist genau dann ihr eigenes, wenn sie es mit keinem anderen verwechseln. Sie wollen nicht so reich sein wie Dagobert Duck, so klug wie Daniel Düsentrieb, so berühmt wie Donald Duck, so glücksverwirrt wie Gustav Ganz oder so schön wie Daisy. Sie wollen überhaupt nicht mit einer Ente verglichen werden. Genau da, meine Damen und Herren, kommen Sie sich endlich selber auf die Spur. Sie wollen nicht verglichen werden. Sie wollen der sein, der Sie sind. Gloria Gaynor. Es gibt diesen Film, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, Mr. May und das Flüstern der Stirn. Was treibt die Bürokraten des Todes dazu, nicht locker zu lassen auf der Suche nach Beweisstücken des Seins? Ein fester Glaube, dass jeder Mensch im Leben eine Spur hinterlässt. Dieser Spur sollten wir ein Stück weit nachspüren. Keine Ahnenforschung, Ego-Forschung. Das Rätsel der Existenz, niemand ist lächerlich, wenn er das ist, was er ist, so lächerlich das auch sein kann. Die Frage nach dem Sinn des Lebens wird dadurch entschieden, ob Sie Ja oder Nein zu sich selbst sagen wollen. Damit wir uns richtig verstehen, ich will das Leben nicht schönreden. Das Elend, es tritt uns oft genug gegenüber. In der Welt des Hungers, der Gewalt, der Armut, der Krankheit. Es gibt tausend Gründe, an der Sinnhaftigkeit des Lebens zu zweifeln und hunderttausend Gründe, zu verzweifeln darüber. Zuweilen ist das Leben die Hölle auf Erden. Ich respektiere jeden, der sich dem entziehen will. Wir haben das Leben einiger Selbstmörder beschrieben. Ich bleibe bei dem Begriff Selbstmörder, weil ich den Freitod als Akt der Gewalt gegen sich selbst empfinde. Aus einem der Nachrufung. Tausende Worte, Bilder, Gesten der Schwermut gibt es. Hunderte Kronzeugen, dass die Hölle kein Ort im Jenseits ist, sondern in uns. Und unzählig sind die theatralischen Masken der Trauer darüber, dass Schönheit und Schmerz sich in einem brutalen Klammergriff halten. Jede dieser Masken war Rudolf Danker vertraut. Jede Melodie hatte er im Ohr. Immer wieder ging er in die Museen, memorierte die Bildformen der Melancholie. Einer der Menschen, die unendlich viel wissen, weil sie das eine nicht verstehen, warum sie so traurig sind. Das mutige Messer ins eigene Herz, der Freitod. Ein feiger Dolch in den Rücken der Freunde, Selbstmord. Die Motive gehen keinen etwas an.
Und doch wäre es wieder nur Teil der alltäglichen Feigheit, dem Pathos den Vorrang vor der Trauer über einen unnützen Tod zu geben. Rudolf Danker war ein Schmerz zugefügt worden, vielleicht auch nur ein kleiner Riss in einem Kinderherz, der sich im Alter zu einer unheilbaren Wunde auswuchs, und er starb am Ungenügen, diesen Schmerz mitteilen zu können. Das richtige Wort wurde nie gesprochen oder er wollte es nicht hören. Jeder von uns hat das Recht, seine Stunde des Todes freizugehen. Viele tun es. Fast 10.000 Menschen begehen jährlich Selbstmord. Das ist eine große Zahl. Von den wenigsten erfahren wir etwas. Noch viel größer ist die Zahl derer, die durch ihre Lebensführung Selbstmord begehen. Der Tod erfahren. Wir können einem anderen die Freude am Leben nicht befehlen, aber wir können sie bitten, anderen zu helfen. Sie wissen, ihrem Leben keinen Sinn zu geben, dann geben sie dem Leben eines anderen einen neuen Sinn. Wie das? Füllen sie ihren Organspendeausweis aus. Fünftens, vertrauen sie auf ihr Glück. Das war nicht zynisch gemeint, das mit dem Organspendeausweis. Verschenken sie ihr Herz, vielleicht bekommen sie eins zurück. Aus einem Nachruf eines Mädchens, das mit 16 starb: Es muss jemand sterben, aber er stirbt nicht für den Spender. Kein Grund für Schuldgefühle. Das sagt sich so leicht, es war ihr Wunsch, wenn ihr eines Tages etwas zustoßen sollte, selbst auch zu spenden. Ihren Organspendeausweis hat sie noch eigenhändig ausgefüllt. Merle war 16. Ihr krankhaft vergrößertes Herz wurde schwächer und schwächer. Die Ärzte mussten einen Defibrillator einsetzen. Das machte ihr Angst. Dann die Nachricht, wir haben ein Organangebot. Um 5 Uhr morgens kamen sie in den Operationssaal. Um 11 schien alles gut. Das neue Herz schlug. Die Mutter ging zu ihr. Merle lag noch im OP-Raum. Sie war so warm, so rosig, sie schien so entspannt. Merle ist nicht mehr aufgewacht. Innere Blutungen setzten ein, Leber und Lunge versagten. 7-mal wurde sie noch operiert. Das neue Herz war nicht zu retten. Am Sonntag wurde sie an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen und sie wurde erneut gelistet, aber es war zu spät. Es sagt sich so leicht, sie hatte ein großes Herz. Für sie war es ein Glück und ein Unglück zugleich. Für die beiden Empfänger ihrer Nieren war es ein Glück. Vertrauen Sie auf Ihr Glück, vielleicht kommt es dann zu Ihnen zurück. Sie hören, ich vertraue auf den Rhein. Wir alle, die gern Schlager hören, Volkslieder, Märchen. Und immer wieder geht die Sonne auf. Ich könnte den Satz singen, sollte es aber besser nicht tun. Ich vertraue auf die Kraft der trivialen Weisheit. Warum? Weil sie der Erkenntnis abgetrotzt ist, dass wir chancenlos sind. Heile, heile Gänschen, es wird bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Der Club of Rome war keineswegs präziser in seinen Prognosen, aber weitaus humorloser. Wir sind chancenlos, aber diese Chancenlosigkeit sollte uns nicht hindern, an ein gutes Ende zu glauben. Genau wie im Märchen. Und wenn sie nicht gestorben sind. Märchen sind Nachrufe. Nachrufe auf Menschen, die nicht lebten, aber die unentbehrlich sind für unsere Wünsche und Träume. Oskar Mazzarat wird irgendwann kaum mehr verwisst werden, Harry Potter schon. Wir wollen ein wenig Zauber im Leben, Feenstaub, gerade so viel, dass wir nicht niesen. Wenn Sie Ihren Nachruf zu Lebzeiten schreiben, visionieren Sie ein Happy End. Warum? Weil es eintreten könnte. Sie merken, ich steuere auf das Ende zu. Auf die letzte eindringliche Ermahnung schreiben Sie Ihren Nachruf. 3 Seiten zu Lebzeiten, mehr nicht. Sie finden nicht den passenden Schluss. Logisch, Ihr Leben ist ja auch noch nicht zu Ende. Da wird auch nichts mehr kommen, denken Sie sich. Was soll denn da noch groß kommen?
stellen Sie sich einfach mal was Nettes vor. Etwas bedeutsam Schönes. Fragen Sie Katja Epstein. Wunder gibt es immer wieder. Absolut richtig. Wie ich das so sicher behaupten kann, weil sie im Duett mit Udo Jürgens singt, philosophisch gesehen. Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Wer, wenn nicht Udo Jürgens, sollte das letzte Wort haben, denn Dunkelheit für immer gibt es nicht. So weit kommt es, dass ich Udo Jürgens das letzte Wort lassen muss. Philosophieren, meine Damen und Herren, das ist immer ein wenig wie ein Gang durch die Wüste. Eine Menge Oasen, so scheint es, aber letztlich alles Fatamorgana. Und so am dritten Tag, Schluss mit lustig spazieren, die Zunge hängt am Boden, die Augen treten aus dem Kopf. Und jetzt, was wünschen Sie sich jetzt? Ein makromolekulares Menü in 13,5 Gängen, nebst einem Gläschen Aronia-Essenz und der Broschüre Hunger und Durst, gibt es die überhaupt? Was Sie jetzt brauchen, ist ein Glas Wasser und eine Handvoll Datteln. Wer Karl May gelesen hat, weiß das. Und wer Erich Kästner gelesen hat, weiß, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich wüsste nicht, wo die Moralphilosophie da weitergekommen ist. Und wenn Sie die Theorie des kommunikativen Handelns auf den Punkt bringen wollen, küssen kann man nicht alleine. Schlager haben immer recht. Was mich da so sicher macht, die Begegnung mit den Menschen. Nach über 10 Jahren Nachwuchsschreiben, nach all den Fragen, die ich den Menschen stellte und die die Menschen mir stellten, bleibt eine wichtige zum Schluss. Wem sehen Sie in der Stunde Ihres Todes in die Augen? Wer soll Ihr Bild mit auf die Reise nehmen? Wessen Bild nehmen Sie mit auf die Reise? Warum das so wichtig ist? Weil es eine lange Reise wird. Es wird sich ein Mensch finden, vertrauen Sie auf Ihr Glück. Was mich da so sicher macht, die Begegnung mit anderen Menschen. Meine Damen und Herren, ich darf Sie zum Abschluss daran erinnern, wir haben eine Wette am Laufen. Ersparen Sie Mr. May, Sie erinnern sich? Ersparen Sie Mr. May dem Nachlassforscher und mir die Arbeit. Ich wette, dass Sie es nicht schaffen, sich auch nur einen Monat, jeden Tag, eine halbe Stunde mit sich selbst zu beschäftigen. Werden Sie Fährtenleser Ihres eigenen Egos, kramen Sie in Ihren Erinnerungen, stöbern Sie in den Erinnerungen anderer, finden Sie heraus, wer Sie sind, schreiben Sie es auf, 3 Seiten, mehr nicht. Der Wetteinsatz, ein Tag Ihres Lebens, ein Tag, an dem Sie nicht neben sich hergelaufen sind wie ein Fremder. Wenn ich verliere, muss ich den Nachruf auf Sie schreiben. Wenn Sie gewinnen, schreiben Sie ihn selbst. Und wenn Sie Ihren eigenen Nachruf partout nicht schreiben wollen, dann schreiben Sie den eines anderen. Was Sie dabei gewinnen können, Zutrauen zu sich selbst. Aus einem Nachruf. Er hat ans Leben geglaubt, zu Recht. Denn 9 Monate vor dem Ende traf er die Liebe seines Lebens. Da hatte er schon keine Haare mehr, keine Wimpern, keine Augenbrauen, keine Hoffnung, dass sie mit ihm im Gespräch bleiben wollte. Aber sie verlobten sich. Sie fuhren nach Venedig. Sie reisten an die Orte seiner Kindheit, Aschersleben, das alte Haus, Schweinebär, so hieß der Vermieter. Er war ein Wunschkind gewesen, innig geliebt schon im Mutterleib. Er war der Schatz seines Vaters, mit dem er in der nahegelegenen Grube badete und am Sternenhimmel zeltete und mit dem er brach, als der Vater dem Suff verfiel und die Mutter bedrohte. Geh weg, riet er ihr, und sie ging. Nach der Krebsdiagnose hörte Chris mit dem Rauchen auf, aber Pizza und Kuchen gab er nicht auf. Im Krankenzimmer hatte er eigene Bettwäsche mit Blumen und eine Seerose aus Stoff, weil sonst keine Blumen erlaubt waren. Als er noch über Land fahren konnte, suchte er sich ein baufälliges Haus aus und ein Grundstück, das er begrünen wollte. Unter seinen Sachen fand sich eine Zeichnung, sie, seine große Liebe, er selbst und ein Kind, das Ball spielt. Das hat er sich und seinen Schwiegereltern gewünscht.
Ich war noch nie verheiratet, so stellte er sich vor. Habe keine Kinder, aber ich habe Krebs. Und, fügte er hinzu, ich bin der glücklichste Mann der Welt. Was verlange ich von Ihnen nun, da wir zum Ende kommen? Glauben Sie an Ihr Glück. Und das mit der Unsterblichkeit, das ergibt sich dann ganz normal. Wir wetten, frei sein.